Liebe Bad Schwartauerinnen und Bad Schwartauer, die vor uns liegenden Herausforderungen können wir wirklich nur gemeinsam bewältigen. Dafür stehe ich zur Verfügung. Als parteilose und unabhängige Kandidatin vor Ort. Nur Ihnen verpflichtet. Die Stadt im Blick, heute und morgen. Deshalb werbe ich für Ihre Stimme, für Ihr Vertrauen am 8. Mai.